Trauerbeflaggung an der altehrwürdigen britischen Universität Cambridge. Stephen Hawking ist tot. Der weltberühmte Astrophysiker starb im Alter von 76 Jahren. Er sei friedlich in seinem Haus in Cambridge eingeschlafen, teilt seine Familie mit. Hawking hatte viele Jahrzehnte in Cambridge gelehrt. Er war berühmt für seinen messerscharfen Verstand. Zu großer Bekanntheit gelangte er 1988 mit dem Bestseller »Eine kurze Geschichte der Zeit«, in dem er einem nicht wissenschaftlichen Publikum die Natur des Universums erklärte. Wegen einer Nervenkrankheit saß er jahrzehntelang im Rollstuhl und konnte sich nur mit Hilfe eines Sprachcomputers verständigen. Im Alter von 21 Jahren wurde bei ihm amyotrophe Lateralsklerose ALS diagnostiziert. Die Ärzte gaben ihm nur wenige Jahre, er lebte indes noch 55 Jahre mit ALS, eine Ausnahmeerscheinung auch in dieser Hinsicht. Hawking hatte keine Scheu vor Ausflügen in die Populärkultur. Er hatte Gastauftritte etwa in der Fernsehserie Raumschiff Enterprise und der Zeichentrickserie Die Simpsons. So ist es nicht verwunderlich, dass auch Popstar Katy Perry auf Twitter ihre Trauer bekundet. Da ist ein großes schwarzes Loch in meinem Herzen, schreibt sie. Ich habe ein einfaches Ziel, sagte Hawking einmal. Es ist das komplette Verständnis des Universums, warum es so ist, wie es ist und warum es überhaupt existiert.